Ich möchte gerne mal was probieren. Zum Abschluss unserer Sendung wird es noch einmal richtig romantisch. Twilight bis zum Morgengrauen erzählt die Liebesgeschichte von Bella und dem gut aussehenden Vampir Edward. Wer ist das? Die Cullens. Das sind Dr. und Mrs. Cullens Pflegekinder. Ursprünglich sind sie aus Alaska und vor ein paar Jahren hergezogen. Sie bleiben immer unter sich. Wer ist das? Das ist Edward Cullen. Er sieht wahnsinnig gut aus, ganz offensichtlich. Aber scheinbar ist hier niemand gut genug für ihn. Ist es dann vielleicht Bella? Die Schülerin ist auf jeden Fall sofort hin und weg. Das nennt man wohl Liebe auf den ersten Blick. Etwas, an das die Hauptdarstellerin Kristen Stewart definitiv glaubt. Man kann das nicht erklären, was da vor sich geht, wenn Leute sich angucken und einfach nicht mehr damit aufhören können. Oft bleibt es dabei. Aber vielen Leuten passiert so etwas. Man hat da die Verbindung und weiß nicht warum. Deshalb glaube ich daran. Als Edward Bella dann noch das Leben rettet, wird aus den beiden ein Paar. Aber noch kennt Bella nicht das Geheimnis von Edward und seinem seltsamen Verhalten. Du bist so unfassbar stark. Das musst du mir mal erklären. Was wäre denn deine Theorie? Ich dachte an radioaktive Spinnen und Kryptonit. Der Stoff, aus dem die Superhelden sind? Wenn ich aber nicht der Held bin, wenn ich der Böse bin. Das ist wohl der Erfolg des Twilight-Romans. Bellas Spiel mit dem Feuer, aber Edward hat auch eine softe Seite, die ihn so anziehend macht. Bella weiß, dass Edward sie als Vampir begehrt. Aber zwischen den beiden ist auch noch mehr. Er könnte zwar jedes Mädchen für sich gewinnen, alle schwärmen für ihn. Aber Bella weiß, dass er nicht perfekt ist und das macht ihn verletzlich. It's not surprising that Bella would be too, but he sees that it's not just that, that she sees that he's not perfect, and that is very disarming for him because everybody believes him to be. Du bist unfassbar schnell und stark. Deine Haut ist bleich und eiskalt. Deine Augen wechseln die Farbe. Und manchmal sprichst du, als wärst du aus einer anderen Zeit. Du isst oder trinkst nie etwas. Du meidest die Sonne. Ich weiß, was du bist. Sag es. Ich will es hören. Ein Vampir. Hast du Angst? Nein. Der sexy Vampir Edward hat schon als Romanfigur viele Fans. Der Film hat gegenüber dem Buch aber einen entscheidenden Vorteil. In a way, the book. Das Buch mögen viele Frauen und auch junge Mädchen, aber es wiederholt sich auch ein bisschen. Zwar mag ich, wenn Bella im Buch wie besessen auf die Wangenknochen von Edward starrt, und das auf 10 Seiten. Aber im Film sieht man ein Bild von Robert und es macht Klick, ohne dass viele lesen. Unsere Familie unterscheidet sich von anderen unserer Art. Wir jagen nur Tiere. Wir haben gelernt, unseren Durst zu kontrollieren. Aber du und dein Duft, das ist wie eine Droge für mich. Wie meine ganz persönliche Droge. Robert Pattinson kann seine neue Rolle als Sexsymbol gar nicht fassen. Edward ist nur eine Romanfigur. Verrückt, dass der Schauspieler dann zum Herzensbrecher wird. Die Leute mögen ja Edward und den könnte jeder spielen. Das ist so verrückt. Ich habe keine Angst vor dir. Das hättest du lieber nicht sagen sollen. Halt dich gut fest, du Klammeräffchen. Was? Es ist jetzt nicht wahr. Silvers gibt es einfach nicht. In meiner Welt schon. Aber keine große Love Story ohne böse Mächte, die das Glück stören. In Twilight sind es weniger friedvolle Blutsauger. Ein Wachmann in der Fabrik wurde von irgendeinem Tier getötet. Einem Tier? In meinem
einer Familie verhalten wir uns anders als die anderen. Was für den kleinen Hunger. Was, und jetzt ist keiner mehr hinter mir her? Er ist von der Jagd besessen. Er wird nie aufgeben. Ich würde lieber sterben, als dir fernzubleiben. Twilight bis zum Morgengrauen ist wirklich die romantischste Love Story des Winters. Diesen Mix aus Action und Herzschmerz solltet ihr nicht verpassen. Ich werde das Notwendige tun, damit du wieder in Sicherheit bist. Du bist jetzt mein Leben.